Jetzt kommt der Krieg dahin zurück, wo er seinen Anfang nahm. Ein Kommentar von Präsident Selenskyj, nachdem Hochhäuser im Geschäftsviertel von Moskau durch Drohnen attackiert wurden. Das war gestern. In der vergangenen Nacht ist einer dieser Wolkenkratzer erneut in die Schusslinie geraten. Ja, die russischen Behörden behaupten, die Schäden seien gering. Das hören wir eigentlich immer wieder nach diesen Angriffen. Das mag auch bautechnisch stimmen, doch der Image-Schaden für das System Putin ist enorm. Der Kreml kann offenbar nicht mehr verhindern, dass das eigene Machtzentrum ins Fadenkreuz gerät, wo auch immer die Drohne gestartet ist. Dieses Video soll den Augenblick nach dem Drohneneinschlag zeigen. Ein Loch in der Fassade, das Stockwerk verwüstet. Moskau meldet den Angriff von 3 Drohnen. 2 davon sollen abgefangen worden sein. Die dritte Drohne schlägt in das Bürogebäude ein, das schon am Sonntag getroffen wurde. Berichte über Verletzte gibt es nicht. Wir wollten uns den Turm ansehen, in dem sich vorgestern die Explosion ereignete. Und die Leute haben uns gezeigt, wo sie stattfand. Plötzlich gab es diese Explosion und wir rannten sofort los. Es gab Glasscherben und dann stieg Rauch auf. Gestern hatte Russland die ukrainischen Städte Cherson und Kryvyi Rih mit Raketen angegriffen, bei denen mindestens 10 Menschen getötet wurden. Nach vorläufigen Angaben unseres Militärs wurden diese beiden Raketen vom Gebiet der vorübergehend besetzten Krim abgefeuert. Und das beweist immer wieder, dass für die Sicherheit unserer Städte, für die Verteidigung des normalen Lebens der Ukrainer, unserer Kinder, unser Militär genügend Langstreckenwaffen, genügend Ausrüstung haben muss, um die Terroristen zu besiegen. Auch Oleksiy Makeyev, der ukrainische Botschafter in Deutschland, hofft im Verteidigungskampf seines Landes auf Langstreckenwaffen aus Deutschland und auf mehr Tempo. Zustimmung bekommt er dabei aus der Opposition. Solange die Ukraine nicht über diese Waffen verfügt, wird sie mit eigenen Drohnen natürlich auch auf russischem Boden kämpfen. Deswegen halte ich sehr viel davon, Abstandswaffen wie Attackams aus USA oder Taurus aus Deutschland neben den britischen und französischen Abstandswaffen einzusetzen, die bereits geliefert sind. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert zudem härtere Sanktionen gegen Russland. Denn ohne weitere Sanktionen könne Putin seine Waffenproduktion aufrechterhalten. Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Aus Moskau ist unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner zugeschaltet. Christoph, es gab also wieder Drohnen auf Moskau. Wirken denn diese Nadelstiche in der Bevölkerung? Ja, es sorgt sicherlich in gewisser Weise zu Verunsicherung und zu Kopfschütteln. Das ist auch genau das, was ich gestern schon gesagt habe. Es ist jetzt der zweite Angriff auf Moskau innerhalb von 3 Tagen und der 5. seit dem Beginn dieser Drohnenangriffe am 3. Mai dieses Jahres. Also das ist natürlich alles andere als ein Qualitätsmerkmal für die russische Luftabwehr, dass es eben nicht gelingt, die Metropole zu 100% zu schützen. Da gibt es überhaupt nichts drum herum zu reden. Jetzt ist es wieder einmal glimpflich ausgegangen, wie die Male zuvor auch. Es gab wieder Sachschaden und auch der ist in der mittleren Bereich angesiedelt und dieses Mal gab es noch nicht mal Verletzte. Auch die vorigen Male gab es, wenn überhaupt, nur leicht verletzte Personen. Also das ist tatsächlich wieder einmal ein Glücksfall für die Hauptstädter, dass niemand schwer zu Schaden gekommen ist. Man muss sich ganz klar die Frage stellen, woher kommen diese Drohnen? Sind sie wirklich aus der Ukraine gestartet worden oder sind da irgendwelche Sabotagetrupps im Moskauer Umland tätig und lassen diese kleineren Drohnen dort starten und schaffen es dann, sie durch Lücken in der russischen Luftabwehr eben ins Zentrum der russischen Hauptstadt vorzudringen. All das wissen wir nicht. Es gibt auch immer wieder den Verdacht, den ich auch im Westen höre, das Ganze könnten sogenannte False Flag Operations sein, also Operationen unter falscher Flagge, soll heißen, die Russen tun so, als ob es die Ukrainer gewesen wären und haben derweil ihre Stadt selber angegriffen, vielleicht mit dem Hintergedanken, die Gesellschaft weiter zu konsolidieren, sie hinter Wladimir Putin zu versammeln, für den Krieg in der Ukraine einzustimmen oder eventuell auch eine größere Bereitschaft zu erreichen für die Mobilmachung nach dem Motto, wir müssen uns an den Ukrainern rächen. An all das glaube ich persönlich nicht. Warum? Weil Wladimir Putin kann sich so oder so auf einen Großteil der russischen Bevölkerung verlassen.
Die Menschen hier sind, wenn ich das so salopp formulieren darf, in der Regel handsam und stehen hinter dem System Putin. Und wenn es darum geht, hier mehr Verständnis für die Mobilmachung oder eine mögliche Mobilmachung zu bekommen, ist auch das nicht notwendig. Denn die Russen haben jetzt vor kurzem ein Gesetz verändert. Das heißt, die Altersbarriere für Wehrdienstleistende ist nach oben versetzt worden. Von 18 bis 27 Jahre war das vorher, jetzt ist es 18 bis 30 Jahre. Das heißt, der russische Präsident hat genug Kräfte, die er einziehen könnte über den ganz normalen Wehrdienstprozess, wenn er das braucht. Und da braucht er gar keine große Mobilmachungswelle im Augenblick. Also muss da auch kein Verständnis geschaffen werden. Das ist jetzt meine Interpretation. Unterm Strich bleibt, dass die russische Luftabwehr Schwächen hat. Das muss man ganz klar konstatieren. Und wenn die Angriffe aus dem Moskauer Umland gestartet wurden, dann muss man natürlich auch fragen, warum gelingt es den Diensten nicht, diese Sabotagetrupps ausfindig zu machen. Vielleicht ist es aber auch so, dass die Drohnen tatsächlich aus der Ukraine kommen. Ich kann nur noch einmal sagen, ich weiß das nicht. Und das sind natürlich jetzt sehr viele Spekulationen meinerseits. Und mehr Wissen habe ich im Augenblick nicht. Wie erklären die Russen denn den Angriff auf Selenskys Heimatland Kryvyi Rih? Ist das auch strategisch irgendwie zu begründen? Also es gab da ja gestern diese massive Explosion in einem Wohnhaus mit unzähligen Toten und Verletzten. Und dann kam auch gleich die Kritik oder der Vorwurf, dass das ein russischer Angriff war, wieder auf ein Wohnhaus. Dann kam auch der Vorwurf, dass das Terror sei. Und hier wird das Ganze komplett anders gesehen. Zum Beispiel beim Telegram-Kanal Rybar heißt es, dass Russland sehr wohl Kryvyi Rih angegriffen hat, und zwar mit einer Iskander-Rakete wohl, aber dass man da eben Militärinfrastruktur angreift oder Infrastruktur, die vom Militär genutzt wird und keine Wohnhäuser, das wird hier immer heftig dementiert. Und die Erklärung, warum es in einem Wohnhaus zur Explosion kam, ist folgende. Die Russen sagen, dass die Ukrainer versucht hätten, eventuell mit einem S-300 Luftabwehrsystem die anfliegende Iskander-Kurzstreckenrakete abzuschießen, und dabei sei diese S-300 irregelaufen, habe die Orientierung verloren und ist dann unglücklicherweise in dieses Wohnhaus eingeschlagen. Und die Russen sagen, wenn das Wohnhaus mit einer Iskander-Rakete getroffen worden wäre, dann wären die Schäden an dem Haus noch erheblich größer, weil die Sprengkraft der Iskander größer ist. Und das ist also das Argument, warum es Russland nicht gewesen ist, so die russische Lesart. Auch hier habe ich keine Möglichkeit, das zu verifizieren. Ich kann nur das wiedergeben, was hier diskutiert wird und wie das Ganze hier erklärt wird. Und genau dafür schätzen wir dich. Christoph, vielen Dank. Der Tarnkappenbomber F-35 soll künftig zu einem Teil in Nordrhein-Westfalen produziert werden. Der Rüstungskonzern Rheinmetall beginnt heute in Weeze mit dem Bau einer entsprechenden Fabrik. Ab 2025 sollen dort sogenannte Grumpf-Mittelteile für mindestens 400 der amerikanischen Tarnkappenjets produziert werden. Ja, es ist auch das erste Mal, dass Geld aus dem 100 Milliarden Euro Sonderetat in eine neue Fertigungsanlage investiert wird. Dort sollen 400 Arbeitsplätze entstehen. Der Bund hatte im vergangenen Jahr 35 Militärmaschinen dieses Typs für 8,3 Milliarden Euro bestellt. Die F-35 gilt als eines der modernsten Kampfflugzeuge der Welt. Wenn wir der AfD folgen, verbauen wir unsere Zukunft. Ein Zitat von Thüringens Innenminister Georg Mayer. Der SPD-Politiker warnt nach dem Parteitag der Rechtsaußenpartei in Magdeburg davor, den EU-Binnenmarkt abzuschaffen und Europa zur Festung umzubauen, wie es die AfD ja dort gefordert hat. Ja, man müsste die Partei inhaltlich stellen, so die Mahnung von Herrn Mayer. Einige Redner der AfD hätten sich in Magdeburg in einen nationalsozialistischen Rausch geredet. Die Reaktionen der übrigen Parteien hat Matthias Heinrich noch mal zusammengefasst. Der Hesse Boris Rhein und der Nordrhein-Westfale Hendrik Wüst stehen zwar im Regen, doch die Stimmung ist prächtig bei der gemeinsamen Sommerwanderung. Die zwei Ministerpräsidenten der CDU führen schwarz-grüne Koalitionen. Das Thema AfD, kein Thema für die beiden. In schwarzen Gegenden gar nicht und auf Arbeitsebene sowieso nicht.
weil ja gar keine richtige Arbeit an den Themen stattfindet, sondern weil immer wieder die gleichen Reden vorgetragen werden, teilweise mit abstrusen und wilden Inhalten. Aus meiner Sicht ist da gar keine Zusammenarbeit möglich. Ganz viele von diesen Menschen haben nie CDU gewählt. Wenn wir uns anschauen, wo die herkommen, wenn man sich die Wahlanalysen sehr genau anschaut, wenn man sich starke CDU-Regionen anschaut, die sogenannten schwarzen Regionen, da kriegt die AfD in Wahrheit gar keinen Boden an die Füße. Abstruse Inhalte und Parolen der AfD, das verfängt aber offenbar, glaubt man den Umfragen. Die Union derzeit bei 26%, die AfD 23% und die Kanzlerpartei SPD 19%. Der Rest, möchte man fast sagen, läuft unter ferner Liefen. Das beste Beispiel für Plattitüden und Parolen ist der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Maximilian Krah ist der Mann des rechtsextremen Landesverbandes Thüringen. Gescheitert in der CDU, Russlandfreund und Meister der Simplifizierung. Kein Klima, sondern Wohlstand. Kein Gender, sondern Familie. Keine Einwanderung, sondern Volk. Und kein Krieg, sondern Frieden. Damit ist das Programm umrissen. Plus, schaut keine Pornos, echte Männer sind rechts. Dann klappt das auch mit der Freundin, sagt der AfD-Charmeur, mittlerweile in der dritten Ehe. Dieser Mann möchte die EU demontieren, pardon, umbauen. In deutschen Firmenzentralen und ostdeutschen Landesregierungen fürchtet man wirtschaftlichen Niedergang, verursacht durch diese Rechtsaußen. Die AfD hat sich in Magdeburg teilweise in einen Rausch geredet und Anleihen bei nationalsozialistischer Sprache genommen. Das ist entlarvend und muss einen mit Sorge erfüllen, meint der Thüringer SPD-Innenminister Georg Mayer. Sorge mag ja ganz hilfreich sein, deutliche Worte und klare Kante, aber sicher noch mehr. Wir wollen an dieser Stelle unsere Politikredakteurin Dorothea Schupelius mit einbinden, die sich ja auch intensiv mit der AfD beschäftigt hat. Dorothea, die Umfragewerte der Rechtsaußenpartei sind also erneut gestiegen, laut dieser aktuellen Umfrage zur Europawahl. Da muss man sich langsam Sorgen machen, oder? Die Umfragewerte der AfD sind in der Tat erstaunlich. Laut einer Bild-Umfrage würden 23% der Deutschen die AfD wählen, wenn am Sonntag Europawahl wäre. Und am Wochenende, beim Parteiwochenende der AfD, hat sie ja sehr klar gemacht, in welche Richtung sie europapolitisch gehen wollen. 66% hat Maximilian Krah als Spitzenkandidat für die Europawahlen bekommen. Er steht sehr weit rechts außen. Damit macht die AfD klar, wie es weitergeht. Doch trotzdem gehen die Umfragewerte nach oben und auch bundespolitisch in den Umfragen steigt sie. Wenn wir uns einmal erinnern, die AfD hat sich seit 2021 verdoppelt. Damals waren es noch ungefähr 10%, jetzt liegen sie bei über 21%. Auch in der Opposition ist ja die Union und die kann in dieser Rolle gar keine Stimmen machen. Sie verliert kontinuierlich. Und die AfD liegt vor den regierenden Parteien, liegt also vor den Ampelparteien. Und im Osten liegt sie inzwischen vor allen anderen Parteien. Ja, und Friedrich Merz hatte ja eigentlich mal das Ziel aufgerufen, die Partei auch zu halbieren. Das hat nicht funktioniert. Nun wird auch innerhalb der Union natürlich immer noch darüber gestritten, wie macht man es denn? Nun haben wir im Beitrag, klang es schon an, Hendrik Wüst zum Beispiel erklärt die AfD-Debatte gleich für beendet. Auch Boris Rhein, Ministerpräsident aus Hessen, spielt die Gefahr herunter. Müsste man aber nicht viel stärker auf den Innenminister Thürings, Georg Mayer, hören, also die Partei wirklich inhaltlich stellen und genau da ansetzen? Unbedingt, das wäre ganz wichtig. Und nicht nur die Ministerpräsidenten spielen ja diese AfD-Frage sehr doll runter. Auch der Bundeskanzler Olaf Scholz hat jetzt schon mehrfach eine mutige Prognose abgegeben. Er hat gesagt, dass die AfD in der nächsten Bundestagswahl mit dem gleichen Ergebnis rausgehen würde wie in der letzten. Das heißt, sie müsste sich halbieren. An so einer Aussage wird man den Kanzler messen müssen. Momentan sieht es überhaupt nicht danach aus. Und auch die Ministerpräsidenten sind sich anscheinend sicher, dass das eine vorübergehend hohe Welle für die AfD ist. Hendrik Wüst ist sich sicher, dass es am Heizungsgesetz und der zunehmenden Verwirrung, die die Ampelkoalition in der Bevölkerung gestiftet hat, liegt. Man schiebt sich also auch viel die Schuld zu. Man ist aber nicht wirklich bereit, klare Aussagen zu treffen und Antworten zu geben. Der Innenminister von Thüringen, Georg Mayer, wir haben ihn vorher schon im Beitrag einmal kurz hören können, der hat gesagt, man muss der AfD mit Inhalt begegnen. Wenn man zum Beispiel wirklich in der EU, in Thüringen, in die EU-Politik der
AfD durchsetzt, das hätte ganz fatale Folgen für die Thüringer Wirtschaft. Und Thüringen wäre ohne die EU nicht das, was sie ist, zum Beispiel. Er wünscht sich also, dass man wirklich klare Antworten auf einige der Vorschläge und Aussagen der AfD gibt. Und auch die Ampelkoalition müsste sich überlegen, wie sie auf die Sorgen der Bürger eingehen kann. Die Hauptsorgen der AfD-Wähler sind laut den Umfrageangaben Migrationspolitik und Klimapolitik. Und hier wäre es wichtig, dass gerade von den regierenden Parteien eine Aussage kommt, denn es stehen Wahlkämpfe in Hessen und Bayern an und nächstes Jahr dann auch in den Ostländern. Dorothea, vielen Dank für diese Analyse. Dankeschön. Im baden-württembergischen Essling am Neckar, da soll eine neu gebaute Brücke nicht mehr wie das Vorgängerbauwerk Hans-Martin-Schleyer-Brücke heißen. Das hat der Esslinger Gemeinderat nun entschieden. Grund für die Umbenennung der Brücke ist die NS-Vergangenheit Schleyers. Er war Mitglied der NSDAP und SS-Untersturmführer. Auch wegen genau dieser Biografie war der damalige Arbeitgeberpräsident 1977 auch in das Visier der Roten Armee-Fraktion geraten. Mitglieder der terroristischen linksradikalen Vereinigung entführten und ermordeten Schleyer. Seit 1978 trug die Brücke deshalb seinen Namen. Der nun beschlossene Umbenennungsvorgang war eine lange Diskussion innerhalb des Gemeinderates vorangegangen. Linke und Grüne hatten die Änderung beantragt. Die CDU hatte sich dagegen ausgesprochen. Der neue Neckarübergang soll jetzt Mettinger Brücke heißen. Die Anwohner sind da geteilter Meinung. Ja, ich denke, das ist richtig. Muss ich immer wieder Gedanken machen. Passt es noch? Passt der Name? In dem Fall genau mit dem Zusammenhang mit der NS-Zeit. Es wäre schlimm, wenn man das nicht machen würde. Und sagen wir mal, so ein Anlass der Renovierung ist ja dann oder ist ja ein guter Anlass, letztendlich das dann auch zu tun. Naja, ist vielleicht ein bisschen überzogen, die Diskussion, finde ich persönlich. Ja. Ist ja ein Opfer von der RAF. Warum soll man die nicht so lassen? So vom Namen her lassen, wie sie war? Ich hätte es beibehalten. Aber allerdings muss ich dazu sagen, ich habe nichts gehört vom Hintergrund von ihm, was da so war, was in der Vergangenheit war. Aber generell finde ich nicht gut, wenn man immer was ändert. Die Naturschutzorganisation BUND fordert, Autofrachter als Gefahrguttransporter einzustufen. Die Meeresschutzexperten fordern die Regierung in Deutschland und den Niederlanden auf, bei der Internationalen Maritimen Organisation in London eine entsprechende Klassifizierung zu beantragen. Solche Frachter sollten nicht länger nah an der Küste entlangfahren dürfen. Die Transportrouten müssten weiter ins Meer hinaus verlagert werden. Der BUND fordert zudem den Einbau moderner Löschsysteme für Brände durch E-Auto-Batterien auf allen Frachtern, denn das gilt ja auch jetzt im Fall der Fremantle Highway als mögliche Ursache dieses Brandes. Auf der nahegelegenen Insel Schiermonnikoog ist unsere Kollegin Ilka Gronewold. Ilka, schönen guten Morgen. Der Frachter liegt jetzt also an einem sicheren Ankerplatz. Was wird da jetzt eigentlich weiterhin mit ihm gemacht? Er ist am sicheren Ankerplatz. Guten Morgen erstmal auch von meiner Seite aus. Aktuell ist erstmal die größte Aufgabe, dass das Feuer gelöscht wird. Vorher wird gar nichts passieren, denn das Schiff darf nicht mehr brennen, wenn es einen Hafen in Deutschland oder den Niederlanden ansteuert. Der Löschvorgang, das ist auch eine große Herausforderung, denn wir können nicht von oben oder nicht beziehungsweise wir, sondern es kann nicht von oben gelöscht werden, mit Wasser beispielsweise, da dann der Frachter instabil werden könnte. Es würde zu viel Wasser ins Schiffsinnere geraten. Man hat ja bereits letzte Woche nur von außen versucht, den Rauch abzuhalten beziehungsweise auch das Feuer zu löschen durch eine Kühlung. Normalerweise wird auf Frachtern mit Pulver oder mit Löschschaum gelöscht. Das ist hier nicht möglich, weil wir ja brennende Elektrofahrzeuge im Inneren haben. Nur Wasser ist eine Möglichkeit und das bedeutet, dass das keine einfache Aufgabe ist für die Bergungsexpertinnen und Experten. Wie geht es dann weiter? Es gibt zwei Möglichkeiten, die im Raum stehen. Es könnte der Hafen in Deutschland Emden angesteuert werden oder der niederländische Hafen Eemshaven. Eemshaven liegt dichter und wird vielleicht deshalb auch angesteuert werden können. Ein weiterer Vorteil wäre, dass in Eemshaven auch häufiger der Wind in Richtung Meer geht. Das bedeutet, dass die Windrichtung dort besser sein könnte und so auch die Anwohner und die Bewohner von Eemshaven besser geschützt werden oder würden. Denn wenn der Frachter in Emden ankommt oder in Eemshaven in einer der beiden Häfen, ist eines klar, die Rauchentwicklung ist immer noch da und die Anwohnerinnen und Anwohner, die müssen auf jeden Fall Fenster und Türen geschlossen halten.
Ilka, vielen Dank für diese Informationen aus Chemoninskog. Dankeschön. Ja, Alexander, wollen wir einen kleinen Exkurs in die amerikanische Historie unternehmen? Gerne. Denn seit Mitte des 19. Jahrhunderts kommen alle Präsidenten der USA entweder aus den Reihen der Demokraten oder der Republikaner. Andere Parteien sind seitdem in der Bedeutungslosigkeit verschwunden oder haben sich aufgelöst. Doch es gibt durchaus politische Strömungen jenseits der Farben Blau und Rot. Ja, die Grünen nämlich. Für sie will Cornel West im kommenden Jahr ins Weiße Haus einziehen. Der Philosoph hat zwar vermutlich kaum eine Chance, allerdings könnte er für Joe Biden zum echten Problem werden. Weshalb, erläutert Isabel Finzel aus Washington. I have decided to run for truth and justice. Für Wahrheit und Gerechtigkeit will Cornel West eintreten, sagt er im Video. Es klingt fast wie eine Predigt, doch der 70-Jährige verkündet so kürzlich seine Präsidentschaftskandidatur. Keine Partei erzählt die Wahrheit über die Wall Street, die Ukraine, über das Pentagon, über Big Tech. Der bekannte Philosoph, Bürgerrechtsaktivist und Hobbyschauspieler will für die Grünen antreten. Sein Vorbild unter anderem Martin Luther King. Seine Themen etwa Kampf gegen Armut, bezahlbares Wohnen, Kritik an Großkonzernen und Kapitalismus. Die finanzielle Hilfe für die Ukraine will er zudem eindampfen. Cornel West polarisiert. Donald Trump, der auch wieder Präsident werden will, ist für West ein Neofaschist. Joe Biden bezeichnet er als heuchlerischen Neoliberalen. Die Chancen, Präsident zu werden, sind für Cornel West zwar gleich null, allerdings könnte er im linken Lager Wählerstimmen fischen. Und für Joe Biden und die Demokraten ist das ein Problem. Denn jede Stimme im US-Präsidentschaftswahlkampf ist hart umkämpft. Die US-Weltraumbehörde NASA hat aufgrund eines Versehens den Kontakt zur Raumsonde Voyager 2 verloren. Flugkontrolleure haben vor gut einer Woche einen falschen Befehl gesendet, woraufhin sich die Antenne der Sonde von der Erde weggedreht hat. Seitdem rast der unbemannte Flugkörper unkontrolliert in den interstellaren Raum hinein. Die Voyager 2 ist etwa 19 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Es dauert mehr als 18 geschlagene Stunden, bis ein Signal aus dieser Entfernung überhaupt die Erde erreicht. In dieser Woche wird jetzt versucht, die Umgebung der Voyager 2 mit dem richtigen Befehl zu bestrahlen, in der Hoffnung, dass er sein Ziel dann auch trifft. Die Raumsonde startete ihre Reise zu den äußeren Planeten im Jahr 1977. Es wäre jetzt schade, wenn das Ganze irgendwie für die Katz war, ne? Boah, vor allem so ein kleiner Fehler, ne? Ja, also dumm gelaufen. Die kleinen Dinge, die Anreise, also wenn Sie jetzt Metal-Fan sind und Sie fahren auf ein Festival, dann könnte es mit Wacken jetzt wirklich schwierig werden. Auch aus der Rubrik dumm gelaufen. Ja, muss man echt sagen, denn die Anreise ist nun vorübergehend gestoppt zum Festival Wacken. Der Grund, anhaltender Regen, immer wieder macht der dem Festival zu schaffen, wie diese Bilder hier zeigen, die stammen aus dem Jahr 2019. Aktuell seien eben auch die Campingplätze nicht passierbar, so die Veranstalter. Sie baten die Fans deswegen um Geduld. Die Anreisenden sollten sich einen geeigneten Warteplatz suchen, bis sich die Situation gebessert habe. Die Vorbereitungen würden jedoch weiterlaufen. Das Festival mit 85.000 Metal-Fans soll am Mittwoch starten. Maira, warum hat Petrus kein Herz für Heavy Metal Fans? Weil er kein Mettler ist. Ja, aber er hat auch kein Herz für alle, die jetzt Sommerurlaub irgendwie in Deutschland geplant haben. Ja? Also das ist ja zumindest wirklich traurig. Zumindest nicht, wenn sie zelten wollen. Im Hotel ja. Ist vielleicht noch ein bisschen erträglicher. Gut, aber ich meine, Badewetter wäre auch nicht schlecht, oder? Thermalbad kannst du noch gehen. Ja, genau. Warme Quellen, ja. Ja. Nee, klär uns mal auf. Es wird nicht besser. Ja. Hm. Also, ja, für all diejenigen, ob nun Metal-Fans oder die, die nur irgendwie ein bisschen ihren Sommerurlaub in Deutschland genießen wollen, ist es wirklich schade. Aber auch Anfang August bleibt es sehr unbeständig. Guten Morgen. Gleich mehrere Tiefs sind dafür verantwortlich und das bedeutet halt eben auch, dass es sich leider so schnell nicht ändern wird. Die Kaltfront des Tiefs, mit dem wir es heute zu tun haben, zieht im Laufe des Tages dann zügig von West nach Ost und so regnet es wieder mal. Morgens von Berlin-Brandenburg bis in den Süden. Im Tagesverlauf mehren sich dann auch in unserer Regendarstellung die roten bzw. lila Bereiche. Diese stehen für mäßigen bis starken Regen. Regional kann es so dann auch zu Aquaplaning kommen und glatt werden auf den Straßen, insbesondere dann im Schwarzwald. Hier kommen nämlich 50 bis 80 Liter Regen innerhalb von 24 Stunden pro Quadratmeter zusammen. Hinter dem Niederschlagsgebiet erwarten wir im Norden dann zwar einige trockene Momente, aber später ziehen von der Nordsee her erneut kräftige Schauer.
Schauer auf und dabei frischt der Wind dann auch noch auf. Vor allem im Süden örtlich kann es durch den Dauerregen auch zu Überschwemmungen kommen. Dazu sind im Süden und Osten später dann auch von der Nordsee her kurze Gewitter möglich. Ja, und ein ungemütlicher Start in den August, in den zweiten Hochsommermonat steht uns bevor und auch ein kühler. Nirgends bekommen wir nämlich sommerliche Temperaturen, also Temperaturen von 25 Grad oder darüber. Ja, und in den nächsten Tagen ändert sich, wie gesagt, nicht so viel. Der Regen von heute wird morgen uns dann wieder ereilen, zwar nicht ganz so intensiv, allerdings es wird genauso windig werden und dazu lassen dann auch die nachfolgenden Tiefs nicht locker, heißt also, es bleibt wechselhaft. Immerhin geht es mit den Temperaturen ein bisschen aufwärts.